Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zur 19. Folge Kixer spielt Minecraft, dem Let's Play vom Niederrhein. Und schaut euch an, was seit letztem Mittwoch hier passiert ist. Riesige Reichtümer sind gewachsen. Wir können wieder ernten. Vielleicht haben wir auch diesmal ein paar Überschüsse dabei, dass wir direkt was für Basti und Schweini dabei haben. Ich fange mal direkt an. Alles mitnehmen. Siehst du mal, ich habe gar keinen Hunger. Was ist passiert? Wer bist du und was hast du mit Keksa getan? Oh, da war noch ein offenes To-Do. Ein bisschen was auf dieser Seite, ne? Wo sind die Kartoffeln hin? Da sind die Kartoffeln. Oh, guck mal. Da. Es gibt bald Ofenkartoffeln. Wie war das? Wieder kein passendes Werkzeug. Da sind noch mehr Kartoffeln. So. Sollen wir das auch schon mal? Das kann noch ein bisschen wachsen. Ach komm. Wir haben ja zwei davon. Wir können ja eins schon wieder ernten. Das kann dann wachsen. Und wenn wir zwischendurch mal Hunger auf dem Brot haben, dann ernten wir halt das andere. So. Zack, 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 zack. Okay. Wir gehen mal ganz kurz ins Lager. Palim, palim. Nahrung war da. Ich muss mich da jetzt eben konzentrieren. So. Und die Hälfte machen wir zu Brot und dann nehmen wir welche mit für ein paar Kühe. Die Möhren. Vier. Ja, komm, da können wir ein bisschen. 10. 10 ist gut. 10 für die Schafe, 10 für die Schweine. Das ist eine gute Idee. Die Kartoffeln lassen wir jetzt noch hier. Brot wollte ich machen. Genau. Das Brot schnitzt man sich natürlich in der Werkbank. Das nehme ich mit für mich. Den Stein habe ich, glaube ich, letztes Mal für die Umrandung benutzt. Den brauche ich gerade jetzt nicht. Da, gebratener Stein, wollte ich gerade sagen, ne? Och, oh, was schwillt denn da hinten noch vor sich hin? Noch mehr gebratener Stein. Da ist nichts drin. Apropos drin, Stöcke haben wir keine. Dann nehmen wir mal so eine Hälfte mit. Machen uns mal hier eine Eisenhacke. Wahnsinn, dieser Fortschritt. Ja, dann wollten wir noch ein paar Kartoffeln anpflanzen, ne? Hier, Tag der offenen Tür. Ja, da können wir noch ein paar Kartoffeln dazu pflanzen. Hier ist noch Platz. So. Na, ja, passt. Oh, eine zu wenig? Ja, füllen wir das nächste Mal auf. Wasser wollen wir auch erfüllen. Und jetzt gehen wir zu Basti und Schweini. Komm, machen wir uns auf den Weg und schauen mal, ob wir uns in der Schweinezucht üben können. Vielleicht sollte ich hier noch mal ein paar Wegschilder. Was ist das denn hier? Gibt es hier Endermänner? Ja, das war ich schuld. Oder der Toranagar-Peng, den ich ein bisschen geärgert habe. Basti? Schweini? Hallo? Hier? So, einen sehe ich. Wer bist du denn jetzt? Basti oder Schweini? So, komm mal mit. Lass uns mal den anderen suchen. Da oben ein Höhleneingang? Nein? Aber, ups, ich komme ja gar nicht hoch. Sehe aber cool aus. Also. Sehe aber cool aus als Höhleneingang, oder? Da könnten wir uns mal was überlegen. So, wir wollen aber Schweine füttern. Ja, Schweini, nicht Schwein. Mehrzahl. Ich könnte mir natürlich jetzt erstmal einen eintrinken. Wenn ich dann auf dem Besuch bin, dann seht ihr doppelt, ne? Dann sehe ich doppelt. Das hilft dann auch nicht. So, dann komm du mal mit.
Und zeig mir mal, wo der Rest deiner Familie steckt. Schaltet schon wieder jemand das Licht aus? Ist keine gute Idee hier. Bist du noch da? Du bist noch da, ne? Ich glaube, letztes Mal war ein Schwein die Promenade hochgelaufen. Genau, komm du mal mit. Diese Promenade, herrlich, oder? Ja, ich weiß, sie ist noch nicht ausgebaut. Trotzdem kannst du drüber laufen. Stell dich mal nicht so an. No. Da, ich sehe eins. Ich sehe eins. Komm her. Basti. Ich habe Schweini dabei. Wo willst du jetzt hin? Hier wird zu dunkel. Hier ist es sehr dunkel. Hallo? Ihr wollt mich doch wohl auf den Arm nehmen. Tja, da gibt es halt keine Karotten. Puh, soll's? Gehe ich jetzt ins Bett? Esse ich die Karotten gleich selber? Undankbares Volk. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin der erfolgreichste Tierzüchter, wo gibt. So geht's ja gar nicht. Ein zweiter Versuch. Ein neuer Morgen. Vielleicht waren die gestern einfach nicht in Stimmung. Ich meine, Tierzucht geht ja auch nicht von heute auf morgen, oder? So. Jetzt mal eine ernsthafte Frage. Wo seid ihr? Einer ist da unten. Ja? Komm her. Ich hätte gehofft, der andere lockt das den anderen an. Also wenn ich mir das hier so angucke, dann züchte ich doch lieber Bienen. Wobei Willi ist mit seiner Familiengründung auch noch nicht so erfolgreich, oder? Hallo Willi, wie geht's dir? Was? Zu viel Arbeit für zu wenig Bienen? Wie kommst du denn da drauf? Komm mal, das schaffst du. Ah, wer ist das? Wer ist das? Ja. Was denn? Mach die Blumen nicht kaputt. Ja. Hat aber eine sehr undeutliche Aussprache, oder? Komisches Volk. So, aber ich habe wieder einen Grund zu essen. So, wenn ihr die Karotten nicht esst, dann esse ich jetzt die Karotte. So. Mann. Wo ist das zweite Schwein hin? Okay, er läuft da hinten hin. So. Hast du jemand gesehen? Da hinten sind wir auch noch nicht lang gelaufen, oder? Ja, haben wir immer von weitem mal Licht gesehen. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Lavasee. Oh. Weißt du was? Wir gucken. Nein, ich gucke mir an. Du bleibst hier zu Hause. Ich gucke mir das jetzt an. Hallo, ich habe gesagt, ich gehe in die Richtung. Du bleibst hier. Du suchst jetzt deinen P Kumpel hier. So, Abmarsch. Such. So, wenn ich keine Hunde habe, dann muss ich halt Schweine dressieren. Schleimige. Da hinten ist ein Schaf. Kann ich Schafe züchten? Ich möchte jetzt gar keine Schafe züchten. Jetzt bin ich beleidigt. Jetzt will ich keine Tiere mehr züchten. Zumindest nicht jetzt. Oh, ich sehe Ton. Ja, hier könnte aber auch mal jemand den Wegebau perfektionieren. Da hinten sind blaue Blumen. Der Wasserfall sieht schon cool aus. Was könnte man denn da so daneben bauen? Ansonsten ist jetzt hier nicht so viel los, ne? Also unter Wasser mehr los? Wer will denn in dieser Brühe schwimmen? Blub, blub. Jetzt sag mir nicht, dahin ist Basti. Da mach ich mir aber Sorgen. So, es ist zumindest ein Schwein.
Ich glaube, mein Schwein pfeift. Es sind sogar mehrere Schweine. So. Wisst ihr was? Könnt ihr schwimmen? Könnt ihr schwimmen? Das werden wir jetzt auch sehen. Ich meine, wenn es Schweine im Weltall gibt, dann müsste es auch Schweine im Wasser geben, oder? Schon mal was von einem Meerschweinchen gehört? Ja, kommt. Und? Da, es sind Schwimmschweine. Ups. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen schneller schwimmen. Sonst dauert das hier 3 Stunden, bis ihr da seid. Zip, kann ich mich hier draufstellen? Ja. Ja, das wird eine Reise werden. Das dauert ja Ewigkeit, bis wir da sind. Ist auch noch ein Schwein? Okay, ihr seid da. Dann machen wir uns mal langsam weiter auf die. Ich hätte ein paar Seerosen einsammeln sollen und denen einen Weg aus Seerosen bauen sollen, oder? Was denn? Zwei schon wieder kein Bock mehr? Muss ich jetzt wirklich hier eine Straße für euch bauen, damit ihr mitkommt? So, ich schwimme hier hin. Du kommst mit, ja. Ich schwimme mal bis zu dem Blatt hier. Du kommst immer noch mit. Was ist mit deinen beiden Freunden? Okay. Das habe ich mit der Schweinezucht habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Okay, komm du mit. Wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Hoffentlich habe ich mich. Nein, 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 nicht umdrehen, nicht umdrehen. Hier hinkommen. Komm. Put, 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 put. Falsche Gattung. Aber es funktioniert, es funktioniert. Komm. Meine Herren. Ob die ersten Siedler der Welt das auch so gemacht haben? Ich wage es zu bezweifeln. Ei. Ja, jetzt kommst du mit. So, ich laufe rückwärts. Du guckst ja, wo ich hinlaufe, oder? Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. So. Jetzt haben wir hier wieder diesen tollen Weg. Hoffentlich verliere ich ihn jetzt nicht. Nein, er kommt mit. So, guck mal, Basti, ich habe dir einen Austauschstudent mitgebracht. Aus dem Ausland, von Übersee. Ja, ihr kommt jetzt bitte beide mit. Da kommt noch eine Kuh hinterher. Nee, die möchte aber keine Mühe. Na, ist egal. Wir wollten jetzt erstmal die Schweine züchten. Ah, ja, komm mit. Ob das ein extremer Stilbruch wäre, wenn wir mit der Schweine. Was? Ich wollte gerade über Schweinezucht reden. Nicht Zombiezucht. Ob das ein großer Stilbruch wäre, wenn wir mit der Schweinezucht mitten auf der Promenade beginnen? Nein, ne? So. Ihr seid da, ich bin da und. Es hat funktioniert. Ein kleines Ferkelchen. Du bist aber süß. So steht dann dein Hühnchen und Blümchen. Hühnchen und Blümchen habe ich hier noch nichts gesehen. So, jetzt nicht wegrennen, ne? Ich suche euch das nächste Mal wieder hier. Dann gibt es hier wieder was zu essen. Ja? Ich hoffe, das haben die verstanden. Ich möchte jetzt nicht direkt irgendwie großartige Zäune hier errichten. Das war ja jetzt echt eine Aufgabe. Gucken, ob das mit den Schafen da hinten etwas einfacher ist. Wenn ich hier jetzt auch so lange suchen muss, wie ich gerade die Schweine suchen musste, dann wird das hier echt eine Lebensaufgabe. Ah, es ist schon mal eine Kuh. Da sehe ich ein Schaf. Ein Schaf, zwei Schaf, drei Schäfe. Nun? Aber gibt es von euch alles nur einfach oder?
so ein. Da, Willis Außenstelle. Willi der Zweite. Hühnchen gibt's mehrere, Wahnsinn. Na mal Leute, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Warum kann ich hier keine Tiere züchten? Einfach zu wenig Platz für Tiere. Hier waren doch mal mehrere Schafe. Wo sind die alle hin? Das kann doch nicht wahr sein. Bist du die gleiche Kuh wie gerade? Nein. Ich verzweifle. Ich werde jetzt Kühe mit Schafe züchten. Bitteschön. Funktioniert jetzt nicht so ganz optimal. Okay, vielleicht erinnert ihr euch das nächste Mal an mich. Habt ihr vielleicht mehr Lust mitzukommen? Wo will ich? Wo kann ich hier durch? Wo ist der Weg? Es ist ein großes Wirrwarr. Das Dach. Da war noch ein To-Do. Ein To-Do. Aber nicht mehr für heute. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Ich muss mich jetzt von meinen Misserfolgen erholen. Diese tolle Tierzüchtung. Wobei, in Ferkel gezüchtet. Gucken, das ist bestimmt schon wieder nach Übersee gelaufen. Nein, die sind noch da. Also, zwei Drittel meiner Schweine sind noch da. Aber wenn das so weitergeht, dann wird ihr gefittelt und filetiert und... Nein, darum ist auch noch eins. Okay, wir regen uns nicht auf. Ich mache euch mal ein bisschen Licht hier oben hin. Zack. Wir müssen definitiv ein bisschen mehr Platz schaffen für unsere Tierzucht. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Aber das wird eine Aufgabe für die nächste Folge. Ich mache erstmal wieder den Matratzenhorchdienst. Euch wünsche ich noch einen schönen Sonntag. In diesem Sinne, schöne Grüße vom Niederrhein und Schüps mit Yps.